Hallo ihr Lieben, ich grüße euch ganz herzlich zum heutigen Video. Mein Name ist Irmgard, schön, dass du auch heute hier wieder mit dabei seid. Die Augen sind der Spiegel der Seele, darum geht es heute. In Coachings, in Einzelgesprächen, aber auch in Online-Kursen, da gehe ich immer so gerne darauf ein, dass wir alle aus einer gleichen Quelle kommen. Ich nenne das gerne aus der Quelle des Lichtes und der Liebe. Und dass das, was sich hier jetzt auf unserer Mutter Erde zeigt, in unserer menschlichen Gestalt, um es mal so auszudrücken, mit unseren Prägungen, mit unseren Handlungen und auch mit unserer Religionszugehörigkeit, dass das alles letzten Endes von Menschenhand erschaffen ist und dass es nur eine Religion gibt, die Religion der Liebe, und dass wir ja, wie gesagt, ausnahmslos jeder von uns aus dem Licht und aus der Liebe kommen, nur hier in der menschlichen Gestalt eben uns auf verschiedenste Art und Weise verhalten, wo wir einfach, ja, vielleicht auch daran zweifeln können. Ich war am Wochenende auf einem Seminar und da haben wir eine ganz tolle Übung gemacht. Ich habe diese Übung schon des Öfteren gemacht. Ich weiß auch von der Übung. Ich bin nur noch nie auf die Idee gekommen, das hier mal in einem Video als Thema zu machen. Aber heute ist es soweit. Und dazu möchte ich dich heute mal einladen, weil da wird das Ganze nochmal bewusst. Wir haben eine Übung gemacht, wo wir fremden Menschen, die wir vorher noch nie gesehen haben, einfach so face to face ein paar Minuten in die Augen geschaut haben, auch über unsere Augen uns unterhalten haben und über unsere Augen dem anderen zum Beispiel einfach nur gesagt haben, dass es schön ist, dass es ihn gibt, dass es schön ist, dass er da ist, und auch ihm gesagt, zum Beispiel, er sei ein Geschenk für die Welt oder sie ist ein Geschenk für die Welt, je nachdem, ob man es mit einer Frau oder mit einem Mann gemacht hat. Und während dieser ganzen Übung ging es wirklich nur darum, Augenkontakt zu halten, Blickkontakt, sich wirklich in die Augen zu schauen und über die Augen zu kommunizieren. Und bei den meisten, auch bei mir, sind da ganz viele Tränen geflossen. Warum sind diese Tränen geflossen? Weil man einfach vom Herzen berührt ist, wenn man auf die Art und Weise mal Kontakt zu Menschen aufnimmt, weil auf die Art und Weise dann einfach mal bewusst wird, wie wir alle miteinander verbunden sind. Auch das ist etwas, was ich immer so gerne, ja, als Beispiel von mir gebe, dass alles miteinander verbunden ist. Wir Menschen fühlen uns natürlich als Individuum, sind auch ein Stück weit ein Individuum, aber trotzdem sind wir als Individuum nochmal mit allem verbunden. Und bei diesem Augenkontakt, wo man einfach so, ja, mit der Seele, mit dem Herzen des Gegenübers Kontakt aufnimmt, und weil dann so viele Tränen fließen, das ist nichts anderes, als dass da wirklich bewusst gemacht wird, auf einer ganz tiefen Ebene, dass wir mit dem anderen Menschen und dass eben alles wirklich miteinander verbunden ist, und das berührt so sehr. Und da habe ich mir mal wieder vorgenommen, den Menschen, meinem Umfeld, aber auch überhaupt den Menschen, wenn ich mit ihnen spreche, wieder viel mehr den Blickkontakt zu suchen und in die Augen zu schauen. Und dazu möchte ich dich heute auch einladen. Das ist etwas, was auch so sehr verloren gegangen ist bei uns. Wir sprechen zwar mit den Menschen, wir sprechen mit unserem Partner, mit den Kindern oder mit anderen Menschen, aber wir schauen den Menschen nicht mehr wirklich in die Augen. Und wenn man sich darin mal wieder übt und auf die Art und Weise, wenn wir uns da nochmal bewusst machen können, dass wir alle ein Teil des großen Ganzen sind, ist es vielleicht ein kleines Stückchen auch dazu beigetragen, der Liebe wieder einen größeren Platz einzuräumen, wieder mehr aus der Liebe zu handeln und weniger aus Ängsten, worunter ich einfach die Emotionen wie Hass, wie Wut, wie Zorn, wie Neid, wie Eifersucht, was auch immer darunter gehört, dass wir aus diesen Emotionen weniger handeln und wieder liebevoller, nicht nur mit uns selbst, aber auch mit unseren Mitmenschen umgehen. Und letzten Endes, so wie wir mit unseren Mitmenschen umgehen, es kommt ja eh nochmal alles auf uns zurück. Also gehen wir letzten Endes auch mit uns selbst dann nochmal viel, viel liebevoller um und
Ich will mal sagen, wir erhöhen auch ein Stück weit unser Bewusstsein, auch damit für Mutter Erde, dass wir auch nochmal einen liebevolleren Blick auf Mutter Erde richten und auch mit Mutter Erde sorgsamer umgehen. Jetzt fällt mir auch nochmal ein, warum ich auch heute Morgen nochmal auf die Idee gekommen bin, dieses Video in dem Bereich hier für euch hier auf dem Kanal bereitzustellen. Ich verlinke euch den Ursprung, die Idee auch hier links oben in der Ecke. Und zwar hatte ich ein kleines Interview mit Dr. Karin Bender-Gonser. Viele von euch werden sie ja sowieso kennen. Wir haben ja auch schon Kurse zur holistischen Zahngesundheit gemeinsam gemacht. Und Karin ist ja auch eine wunderbare Frau im Bereich von holistischen Ansatzpunkten. Sie ist nach Namibia ausgewandert. Und ich selbst habe das hier bei uns in Deutschland in den Medien nicht mitbekommen, weil ich auch keine Nachrichten oder sowas schaue. Von daher kann ich jetzt gar nicht beurteilen, ob das bei uns wirklich durch die Medien gegangen ist. Und zwar ist in Kapstadt derzeit, oder schon seit längerer Zeit, aber jetzt ist es ganz, ganz akut, ein ganz akuter Wassernotstand. Und es wird wohl so sein, dass ab April die Wasserhähne abgedreht werden. Und die Menschen dort auch schon Hamsterkäufe gemacht haben. Es also auch derzeit kein Wasser mehr zu kaufen gibt. Und die Menschen dort wirklich auch Panik und Ängste haben zu verdursten. Und wenn man sich das einfach mal vorstellt, man kann es sich, glaube ich, auch gar nicht vorstellen, wie das ist, wenn ich an den Wasserhahn gehen möchte und es ist einfach kein Wasser da. Das hat ja alles seinen Ursprung. Es ist ja nicht von heute auf morgen entstanden, sondern es ist ja der Raubbau, den wir mit uns selbst und letzten Endes mit Mutter Erde treiben. Und so ist dort einfach der Gipfel des Eisberges zurzeit wohl erreicht. Und so bin ich eben auch auf die Idee gekommen, mal, ja, in dem Kontext, in dem Gespräch mit Karin, ist mir das eingefallen, dieses Video mal zu drehen, um mal wieder liebevoller miteinander umzugehen und da ist es einfach förderlich, nochmal den Blickkontakt zu suchen, vielleicht auch einfach mal sich darauf einzulassen, wenn du das möchtest, mit deinem Partner, mit deiner Partnerin, mit deinen Kindern, euch einfach mal hinzuhocken und euch einfach mal ein paar Minuten in die Augen zu schauen und einfach mal zu schauen, was da passiert. Ich wünsche dir spannende Erkenntnisse dabei. Wenn du möchtest, teile es gerne mit mir, mit uns hier im Kommentarfeld, würde ich mich auch freuen. Und ja, dann schicke ich dir eine herzliche Umarmung, schicke dir alles Liebe und Gute und sage Tschüss, bis zum nächsten Video. Deine Irmgard.